Willkommen zurück, Freunde. Wir sind immer noch im Lager der Arbeiter, die hier von den Maya-Eingeborenen überfallen wurden. Und dort hinten ist ein Maya-Tempel. Look, a Jaguar! Oh nein. The great hunter is afraid of cats. Coward. Let go of Igor! Don't approach it, Igor. The cat would make mincemeat of you. But let him then. For once, he takes initiative. Enough is enough. Your bickering annoys me. Also, Van Helsing und Igor, beziehungsweise Igor, entwickeln sich so langsam so ein bisschen zu den, ne, zu den Sidekicks, zu den Lustigen. A Mayan city. It is abandoned? Yes, the Maya civilization reached its peak several centuries ago, before disappearing completely during the Spanish conquest. Alles klar, Maya-Stadt. 2 von 10. Ich mag Maya-Städte. Was müssen wir damit machen? Die steckt tief fest, das heißt, wir brauchen Kraft. Und haben 1 von 2 Sonnenscheiben. Und hier ist Blut. Da ist eine Anaconda. Hier ist Blut. Der könnte ich doch jetzt ausnahmsweise mal den Kopf abbeißen. Telekinese. Was ist das überhaupt? Teil des Grabeingangs. Okay. Hier ist eine Tafel. Allmächtige. Hier haben wir aber einen Haufen Zeug. Und hier ist ein Wimmelbild. Und viel Blut. Trink das. Schade. Schade, schade. Banane, Blas, Robuch. Schade, schade. Käfigspinne. Da ist der Käfig. Den habe ich schon gesehen. Was ist das? Eine fette Fliege. Sonne, Papierrolle. Die habe ich eben schon gesehen. Die habe ich aber wieder aus den Augen verloren. Das war das Blasrohr. Sonnenskorpion. Das ist die Sonnenscheibe. Jawohl. Dieses blöde Kabel nervt mich hier. Mein Tisch ist so zugeklatscht mit allen möglichen Kabeln, Leute. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Bandschuhaxt. Spinnefeder. Das ist ein Säckchen. Das ist ein Frosch. Das ist ein Band. Spinne, Katze, Münze. Katze, da ist die Katze. Eine Münze, ein Seil, Federbuch, Banane. Ein Buch. Warum habe ich immer so Schwierigkeiten, Bücher zu finden? Das kann ja wohl nicht sein. Wildes Gegiegel von der linken Seite. Weiß gar nicht, ob ihr das hört, aber die Liebe amüsiert sich gerade köstlich. Axt. Münzenbuch. Münzen. Das heißt Merer. Ich dachte, die wären in dem Säckchen. Da ist die eklige Spinne. Wo ist der eklige Skorpion? Ich finde Skorpione fast genauso eklig wie Spinnen, muss ich sagen. Sie sind ja auch sehr verwandt miteinander, diese widerlichen Kreaturen. Ich bin kein Freund von diesem Krabbelgeviech. Ein Buch und 2 Federn und ein Skorpion. Hier wäre 1 Feder. Da ist der gemalte Skorpion, der ist nicht ganz so eklig. Jetzt fehlt uns nur noch ein Buch und eine Feder. Das müsste doch zu machen sein. Hier ist das Buch. Ist das eine Feder? Nee. Da, hier Pfeilfedern. Da sind Federn. Sehr schön. Ein Blasrohr. Mit Pfeil. Ich weiß auch schon, was wir damit tun. Bam! Gut. Das hat sie freigegeben. Hier ist ein Teil des Schildes. Das holen wir uns wieder mit der Telekinese. Wunderschön. So. Grab des Königs. Hier fehlen Grabeingangsteile. Huch. Ach, da war Blut. Eine Errungenschaft freigeschaltet. Der Hunger. Sehr schön. Hier müssen wir jetzt wahrscheinlich dieses Bild vervollständigen. Es sieht zumindest sehr danach aus. Solche Rätsel, kann ich die drehen? Oder müssen die... Ich kann sie zumindest schon mal nicht drehen. Ich finde, das ist bei so etwas immer sehr viel wert. Ist so meine persönliche Meinung dazu. So ist es definitiv falsch. Oder kann ich die irgendwie drehen? Ne, ich kann sie nicht drehen. Okay, okay, okay. Gut, 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 gut. Das kriegen wir doch hin. Der muss dahin, dann muss der dahin. Haben wir so einen Teil? Ne, so einen Teil hätten wir. Aber das nutzt nicht viel.
Nee, so kann es auch nicht sein. Es könnte theoretisch so sein. Dann ist das aber falsch. Ja, das kann sich nur um Stunden handeln, hier die Nummer. Das kann sich nur um Stunden handeln. Gibt es etwas, das uns so weiterhilft, wenn wir das Ganze so aufziehen? Nee, nicht so richtig, ne? Sowas finde ich immer sehr, sehr schwer. Also gut. Ganz ruhig bleiben. Ganz ruhig bleiben. Gibt es einen Stein, der hierhin passt? Wir gehen das Ganze mal so an. Also der kann nicht da sitzen. Das heißt, er kann höchstens hier sitzen. Wenn ich mir die anderen so angucke, kann er hier nicht sitzen, denn da haben wir nichts, was passt. So kann er auch nicht sitzen, denn wir haben nichts, was hier hinten reinpassen würde. So kann er sitzen, so, so oder so. Dann setzen wir ihn einfach mal so hin. Gut, wenn wir ihn hier so setzen und ihn hier so setzen, dann hätten wir das doch schon mal. Dann setzen wir den so. Das geht nicht, denn hier unten haben wir nichts mehr, was da rein könnte. Aber etwas anderes geht nicht, das heißt, er kann auch nicht da sitzen. So muss er dann sitzen. Theoretisch. Dann gehen die beiden aber nicht, denn dann passt da nichts mehr rein. Es klingt so ein bisschen wie wenn er trinkt, der liebe Draf Dracula. Kann er denn so sitzen? Habe ich noch gar nicht geguckt, ob es unten geht. Geht aber auch nicht, ne? So geht's auch nicht. So. Das hat so schön gepasst hier hinten. Das wollte ich eigentlich gar nicht aufgeben. So und so. Ne, das sieht doch wunderschön aus, wenn das so ist. Aber so haben wir nichts, was da reinpasst. Ne? Und so haben wir auch nichts. So. Ne, da unten kann ja nichts rein. Da haben wir nichts, was da passt. Ich vermute einfach mal, dass das hier richtig ist. Und dann müssen wir jetzt noch irgendwie sehen, wie wir weiterkommen. Das kann ja auch nicht sein, weil dann habe ich für die hier keinen Platz. Ne, seht ihr? So geht's erst recht nicht. Das ist wieder so ein Rätsel, wofür mir da der Ansatzpunkt überhaupt fehlt, ne? Wisst ihr, was ich meine? Das sieht so schön aus, wenn das so ist. Aber das passt dann nicht. So, geht nicht. Vielleicht muss ich den oben hin platzieren. Ich kriege auch kein Bild im Kopf zusammen. Das ist mein Problem. Ich kriege kein Bild im Kopf von diesem Ding zusammen, wie das funktionieren könnte. Ey. Oh, Leute. So und so. Die zwei sehen so gut aus, wenn die so zusammen sind. Vielleicht sollten wir mal... Das Problem ist dieser lange Schlumpf hier. Na, wenn wir da mal mit anfangen, dann machen wir das mal so. Aber das kann nicht sein, denn dann kriegen wir den Rest nicht hin. Probieren wir es mal auf diesem Wege. Da gibt es keinen Stein für, der da passt. Dann kriege ich den nicht mehr unter. Das kann also auch nicht sein. Och, Leute. Solche Rätsel, die machen mich immer sehr, sehr müde. Sehr, sehr müde machen die mich. Nee, das passt nicht. Das passt nicht. Das kann nicht sein. Jetzt haben wir schon so lange gespielt, dass er uns wieder sagt, bitte löst das, ich kann es mir nicht mehr mit angucken. So? So? Löse mich! Töte mich! Bitte! Ich kann's nicht mehr ertragen! Du Lose! Ein Lose! Die zwei müssen doch so dahin, das geht doch gar nicht anders. Ey! Jetzt werde ich aber böse, du. Wo
soll der Pansen hier hin? Das gibt's doch nicht. Ich gehe jetzt, ich will davon ausgehen, dass die beiden so dahin gehören. Aber da passt nichts mehr rein dann. Vielleicht darf ich davon nicht ausgehen, dass die so dahin gehören. Aber die passen so schön ineinander. Die passen doch so schön. Weg. Habe ich dafür noch einen? Nö. 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 Ups. Das tut mir leid, Leute, aber das nervt mich dann irgendwann und ich will euch das auch nicht zu lange zumuten. Ganz ehrlich. Das sind ja auch einfach nur so Glückssachen. Igor does not like Mayan tombs. There are no graves or rats. Look at this mural. It depicts Quetzalcoatl, the feathered serpent. In pre-Columbia culture, this god protects the gravesites of noble Maya. So, das ist also Kotzquattel hier, ne? Entschuldigt, ich wollte nicht sagen, das ist Glückssache. Es ist keine Glückssache, sondern es ist eine Sache, wo man sich Zeit nehmen muss, um eine potenzielle Lösung herauszufinden und einfach viel, viel, viel probieren. Und ich bin persönlich der Meinung, das hat in so einem Let's Play nichts zu suchen. Das würde mir wahrscheinlich selbst spielen viel Spaß machen, aber ich kann die ganzen Rätsel dann selbst auch nochmal ohne euch machen. Nur ich will euch einfach nicht so lange jetzt hier aufhalten. Und das sieht aus, als wäre das wieder genau die gleiche Scheiße. Ich muss dieses Muster nachstellen, oder was? Alles klar, okay, okay. Mhm. Das habe ich schon mal gemacht. Das haben wir schon mal gemacht in Dracula Origin. Da haben wir das gemacht. So, wir brauchen einen Fünferblock. So wie es aussieht. So. Hallo, so. Ihr wisst noch, wie es geht, ich nehme mich nicht. So. Ich kann einzelne Steine nicht verschieben, so war das genau. So, der hier müsste eins weiter hoch. So. Und der hier, den schieben wir dann mal so. Dann haben wir die oberste Reihe doch schon fertig. Die Frage ist nur, ob das gut ist. So. Drei. Hier brauchen wir drei. Gut, die schieben wir mal nach oben. Nächste brauchen wir einen. So, aber dann kann ich die nicht mehr schieben, ne? Das ist echt scheiße. So. Du musst im Prinzip... Hallo. Ey, das nervt jetzt ein bisschen. Komm schon. So sitzen. Dann müssten wir hier... Das ist aber deutlich schwerer als in... Dracula Origin. Das ist... meiner Meinung nach deutlich schwerer, denn auch dieses Mal, das ist mir jetzt schon in diesem Spiel hier ein paar Mal passiert, habe ich nicht mal den Hauch eines Ansatzes, wie ich damit umgehen soll. Hallo. Es ist ein bisschen nervig, diese Steuerung hier gerade. Nee, es geht nicht. Ich muss die da lassen. Ich kann die nicht auseinanderziehen, weil dann kriege ich hier unten die Reihe nicht mehr. Aber wie kriege ich das da raus? So. Ich muss den hier... Nee. Das verstehe ich jetzt gerade nicht. Ich habe... Es tut mir leid, Leute. Ich sollte heute dieses Spiel nicht aufnehmen, denn ich habe so viel... Ich kann doch einzelne verschieben. Was will ich denn? Ich habe gerade so einen Hirnknoten, Leute. Ehrlich. So einen völligen Hirnknoten. So, das sieht doch schon mal ganz gut aus hier. Ich kann nur keinen aus der Mitte rausnehmen. Okay.
So, hier sind vier, müssen hier sein. Wieso kann ich den jetzt nicht nach unten nehmen? Den könnte ich doch jetzt nach unten nehmen. Den kann ich auch nur nach oben nehmen. So. 4, 3, 2. Jetzt müssen wir hier unten einige hin platzieren. So. Wieso kann ich den jetzt nicht hier rüberschieben? Das verstehe ich nicht. Da müssen 5 nebeneinander sein, ne? Vielleicht so mal versuchen aufzubauen, das Ganze so. Hier ist frei. Die müssen hier rüber. So. Den kann ich doch eigentlich schon mal da platzieren, ne? Das Problem ist nur, wenn ich dann anfange, hoch und runter zu schieben, dann zerschieße ich mir den ganzen Scheiß ja wieder. So. Oder wie seht ihr dieses? So. Jetzt kann ich den nach oben schieben. Der müsste jetzt auch einfach nur nach oben, aber... Ne? So und so. Guck mal, gleich haben wir's. War doch gar nicht so schwer. Wer meckert denn hier die ganze Zeit? Ich kann es gar nicht verstehen. 2 graves. One of them is the local ruler. The second should be that of the knight we're looking for. But weren't they enemies? Yes, but on rare occasions, Mayan dignitaries shared their eternal rest with their enemy, showing that they were brave and respected. Apparently, Diego Nicoeza was considered such an adversary. Das ist gut. Tiertafel. Master, the tomb is closing. Was? Your trip ends here. You should thank me. Sharing the tomb of a king is a rare privilege. Imagine the amazement of archaeologists when they find your body in a few centuries. Was eine eklige Alte. No, wait! Farewell. My only regret is that I'll miss the massacre that will take place here when the Count gets hungry. Yee. Was eine eklige Alte. Ich fress dich. Trapped! What do you know about the Mayan burial sites, Doctor? Is there a back door? Like the Egyptian pharaohs, the Maya were convinced that their souls would travel after death to the spirit realm. A passage for the occasion should be hidden somewhere. It is our only chance to get out of here. Gut, finden wir. Sehe ich kein großes Problem drin, und dann beiße ich der Alte den Kopf ab. So was Ekliges. Ach, wieder so ein ekliges Puzzle. Hä? Was soll ich jetzt hier bauen? Das Krokodil oder was? Ich baue mal das Krokodil. Das ist bestimmt richtig. Hä? Hier gibt's gar kein Krokodil. Hä? Soll ich die Echse bauen? Oder was? Ich bin sehr unschlüssig. Ne, sieht gut aus. Bauen wir die Echse. Krokodil war wohl nicht gewünscht. Ja, gut. Das ist der Backdoor. Aber ich muss ja hier noch was machen. Die Sonnenscheibenstelle. Zack. Wir brauchen noch eine Sonnenscheibe. The corruption is spreading across the city. We must hurry. Return to the tomb. No, wait. The queen's minion is still here. I want to see fear in her eyes when I plant my fangs into her neck.
Yes, Master. Make them regret having tried trapping Ikar in the tomb. You? But how? Tja, Schätzchen. You are not actually able to stop the Prince of Darkness, are you? At best, you can but delay the end. I love this mix of naivety and arrogance among women. Come, come enjoy the kiss of the vampire. Clever Dracula, you've beaten me. I will die, but only after I kill you. Das werden wir mal sehen, Schätzchen. Jetzt gibt's erstmal einen in den Hals, so. Bam! Ich frage mich, was diese Spiele sollen, ehrlich. Stop now. You will ruin her life. Bla bla bla. She will become a vampire. Ja, ich weiß. Shut up. Master is hungry. Ja, ist er. Master needs power. Ja. Natürlich trinke ich ihr Blut. Schnapp. Willkommen im Club, Bitch. Unartig, du hast alle Frauen gebissen. Du hast diese Auszeichnung erhalten. Prinz der Dunkelheit. Schön, natürlich beiße ich die Frauen. Ich brauche mehr Blut. Ein Sechseck. Das ist ja schon wieder so eine dämliche Schlange. Ist alles kaputt hier. Diese Verderbnis ist echt schnell. Ist das ein Mensch, der hier drunter zerschmashed wurde? Der Teil des Schildes, den holen wir uns mit der Telekinese. Stärke. Wenn es feststeckt, nehmen wir die Stärke. Ist doch klar. Die Hälfte der Teile haben wir schon. Gut, aufgehoben haben wir alles. Und bevor wir hier oben rumwimmeln, liebe Freunde, machen wir einen kleinen Break. Und zwar sehen wir uns wieder in der nächsten Folge Let's Play Dracula, tödliche Liebe. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.